in erster Linie um Strand und alles, was man da so finden kann und was man aus diesen Dingen machen kann. Weil ich mir gedacht habe, falls ihr aus eurem Sommerurlaub noch ein paar Muscheln oder Treibholz oder was auch immer als Souvenir irgendwo zu Hause rumliegen habt, dann zeige ich euch heute so drei Ideen, was für Schmuck ihr daraus machen könnt, damit man auch was von seinen Erinnerungsstücken hat und die so ein bisschen nett präsentieren kann und so. Ich bin zwar eigentlich schon voll auf Herbst und Weihnachten sogar auch schon ein bisschen eingestellt und dieses DIY ist eigentlich so mehr ein bisschen sommerlich, aber ich finde, das kann man auch im Herbst noch total gut tragen und das sieht total süß aus. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Tutorial. Für solche Muschelohrstecker braucht ihr natürlich Muscheln, außerdem solche kleinen Ohrsteckerteile, die gibt es zum Beispiel im Bastelladen und eine Heißklebepistole. Ich habe zuerst mit etwas Kleber die Muscheln sozusagen aufgefüllt, damit dann eine glatte Fläche entsteht und man den Stecker leichter festkleben kann. Und nachdem das getrocknet war, habe ich dann einfach die Stecker so auf die Muscheln draufgeklebt. Und das war auch eigentlich schon alles, was ihr dabei machen müsst. Als nächstes machen wir eine Treibholzkette und dazu braucht ihr natürlich Treibholz, außerdem Draht, entweder Gold oder Silber, wie ihr mögt, und einen Stift, außerdem auch noch eine Zange, die ich jetzt hier vergessen habe zu zeigen. Und als erstes wickelt ihr einfach von allen Seiten den Draht um euer Treibholz rum, sodass es halt fest ist und da nicht rausfallen kann. Und das Ende, das wickelt ihr dann so um den Bleistift rum, dass da so ein Ring entsteht, wo ihr dann am Ende eine Kette durchfädeln könnt. Dann knipst ihr den Draht einfach ab und das Ende sichert ihr dann, indem ihr das so ein bisschen da rumwickelt um den Ring, damit es nicht so pieksig da absteht und sich nicht lösen kann. Diese Muschelkette ist auch total easy zu machen. Ihr braucht dafür einfach nur eine Muschel, wo ein Loch drin ist. Die findet man ja sehr oft am Strand. Dann braucht ihr wieder Draht und eine Zange und ihr knipst von dem Draht einfach ein kleines Stück ab, fädelt das durch das Loch in der Muschel und wickelt das wieder so um den Bleistift, dass da ein Ring entsteht. Dabei müsst ihr aufpassen, dass die Muschel euch nicht kaputt bricht. Das ist mir nämlich leider bei meinem ersten Versuch passiert. Wenn das Ganze dann so aussieht, könnt ihr das einfach auf eine Kette oder ein Lederband fädeln und dann seid ihr fertig. Das war jetzt wieder ein etwas kürzeres DIY. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Vielleicht findet ihr das ja sogar gut so. Ich weiß es nicht. Aber es kommen auch demnächst auch wieder ein paar aufwendigere Sachen und dann habe ich noch einige Tags geplant und ein Video mit meinem Bruder und sowas alles. Also das kommt demnächst auch noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier so links und rechts von mir nochmal meine letzten beiden Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!